Heute sprechen wir wieder über Yu-Gi-Oh! Und zwar das Meta, was wir aktuell haben. Und ich werde euch mal einen Senf dazu geben, welche Decks ich wo ranken werde. Ich habe, wie ihr seht, das Ranking-System ein bisschen überarbeitet, ein paar Dinge verändert. Ich habe jetzt das Deck-to-Beat wieder mit reingepackt, denn wir haben ein Deck, in dem Fall sogar zwei Deck-to-Beat. Wir haben das T1, dann habe ich Potenzial mit reingepackt, dass die Decks das Potenzial haben, im T1 sich einzufinden. Wir wollen noch nicht ganz genau wissen, in welcher Form und ob die vielleicht doch ins Tier 2 rutschen oder nicht. Dann haben wir logischerweise Tier 2, dann habe ich halt Tier 3 rausgekickt. Ich habe das jetzt spielbar genannt, weil das sind Decks, die könnt ihr oft in ihnen spielen, ihr könnt mit denen auch gut performen. Mehr ist es aber nicht. Und dann habe ich die Decks, die jetzt nicht competitive sind, die trotzdem, ich wiederhole es nochmal, spielbare Decks sind. Aber ich würde sie nicht heute auf eine YCS mitnehmen und erwarten, dass ich damit wirklich eine gute Chance habe zu gewinnen. Das ist, wie die Kategorien aufgebaut sind. Starten wir rein. Dann haben wir als allererstes Altergeist. Und Altergeist hat nur einen Support bekommen, deshalb ist Altergeist auch wieder in der Liste drin, weil vorher war es das halt nicht. Und Altergeist kommt deswegen in spielbar. Das Deck ist mit dem neuen Support besser geworden. Das macht allerdings jetzt Dinge, die es vorher nicht gemacht hat. Das macht es anfälliger für mehrere Formen von Interruptions. Es spielt weniger Trap-Karten. Das ist pauschal nicht schlecht, aber auch nicht unglaublich gut. Lassen wir es einfach mal dabei. Da haben wir Flu Wanderers. Die Birds packe ich auch mal in spielbar. Ich sehe halt den Power Creep da schon so ein bisschen, was die letzten Decks angeht und vor allem die neuen Decks, über die wir gleich sprechen werden, dass das Deck selber immer noch spielbar ist. Ihr könnt es immer noch benutzen. Es ist ein Deck, was funktioniert. Aber ich glaube nicht, dass ich so ein Deck wirklich zum Gewinn mit auf Turnier nehmen würde, um das jetzt so zu verstehen. Da haben wir einmal Despia und Despia kommt für mich in Tier 2. Die neuen Karten haben dem Deck schon geholfen, dass es halt mehr spielen kann. Es ist definitiv auch ein gutes Deck. Ich habe trotzdem das Gefühl, dass dadurch, dass immer noch jeder Ash Blossom und jetzt mittlerweile sogar Joel im Main Deck spielt, hat das Deck nicht mehr so viel Potenzial drin zu adden. Die alten Despair-Varianten haben dann Joel nicht ganz so gelitten, das neuere nicht so krass, aber es nervt mehr als davor die Varianten, deswegen Ash plus Droll ist halt ein bisschen nervig. Und das alles zu Despia, ich glaube nicht, dass Despia eins der besten Decks im Format ist. Haben wir einmal Dinos. Ich packe das für nicht competitive hin. Es ist definitiv ein spielbares Deck, aber ich würde es nicht auf den Nehmen nehmen und hoffen, dass ich irgendwas damit reißen kann. Haben wir einmal D-Link und das kommt in Tier 1. Wir haben es jetzt auf der Meisterschaft gesehen. Zum Zeitpunkt, wenn ich dieses Video aufnehme, ist sie noch nicht concluded. Und ich weiß nicht, wer was gewonnen hat. Aber das D-Link, selbst wenn es weniger Karten hat, trotzdem ein solides Deck ist. Und wir haben natürlich im TCG gesehen, dass das Deck ultra strong ist. Und gerade die ganzen Bissi-Varianten und viele mit den neuen Synchro und Chaos-Engel hilft natürlich auch dem Deck, wenn man es halt machen kann. Disparta ist eine unglaublich gute Karte. Disparta ist ein Bissi-Monster, was ihr einfach weglinken könnt. Und dann könnt ihr mit Regain die einfach wieder zurückspecialen. Das ist schon strong. Und dann kann Disparta auch noch ein Dark Monster zurückspecialen, das ist ziemlich gut. Also Disparta ist halt wirklich für Dragonlink eine unglaublich gute Karte. Und die ganzen Büschels geben mir noch Access halt zu Baroness und zu anderen Shenanigans. Und die Büschels geben mir noch Access zu Wert Chaos Engel, das ist halt eine ziemlich gute Karte logischerweise. Und. Also es ist halt wirklich ein sehr, sehr starkes Deck. Haben wir einmal Dogmatica, das ist nicht competitive. Wird sich auch nicht ändern. Pendulum ist auch nicht competitive. Obwohl die eine neue Karte bekommen haben, so ein kleines neues Spielzeug mit dem XE-Monster, das ist ein R8-Monster, was jede Zauberkarte in Game suchen kann. Ich weiß nicht, wie gut das ist, für das Deck spezifisch. Ich glaube aber nicht, dass es das Deck jetzt eine höhere Meta-Ebene heben wird. Dann haben wir einmal Drytron und Drytron kommt auch in nicht competitive. Solange wir Kashtira im Format haben, ist das ein Deck, ja, cool. Jetzt haben wir noch Droll dazu bekommen. Das hat es nicht besser gemacht, deswegen ist es halt nicht competitive. Haben wir einmal Dark World. Und das ist das erste Deck, was ich einmal zu Potenzial schiebe. Denn ich habe gesehen, mit der neuen Karte ist das Deck logischerweise konstanter geworden, weil die sucht jede Dark World Karte aus dem Deck. Wow. Und die haben mittlerweile einen Handloop, der relativ konstant ist. Das ist nicht gut. Und das könnte, je nachdem wie konstant und welche Spieler spielen und wie prominent das ist, schon ein Problem werden, sich dann so im Tier 1 halt so reincreepen. Haben wir einmal Exorcister, ist ein spielbares Deck. Ich werde dazu jetzt nicht viel mehr sagen. Klar, oh mein Gott, Exorcister hat eine Remote YCS gewonnen vor einem Monat. Ja, es ist ja auch ein spielbares Deck. Wie gesagt, spielbar heißt, ihr könnt damit auch was reißen, wenn ihr das halt nicht kacke spielt und eure Gegner euch vielleicht nicht ganz so ernst nehmen. Edignista. Und Edignista kommt auch zu spielbar.
einen Tower zu haben, der 6000 hat, wenn es halt richtig anstellt, ist halt immer noch ziemlich gut. Wer hätte das gedacht? Aber auch da, Droll ist ein bisschen kritisch. Das Coole ist bei Ignista, die können halt viele Non-Engine-Karten spielen. Ich glaube, 18 Stück, das ist ziemlich viel. Vielleicht nur 15, keine Ahnung, aber 18 Stück meine ich, wäre es gewesen. Das ist schon ziemlich gut. Dann Infernoble mit dem neuen Support. Packe ich auch mein Potenzial rein, denn das neue Link-Monster ist unglaublich gut. Also wirklich unglaublich gut. Wir haben viele gesehen, die versucht haben, das Deck schon so ein bisschen auszutesten, um zu gucken, oh, wie gut ist das Deck denn? Macht das ein bisschen was? Ich weiß noch nicht, wie gut das in Relation ist, weil wir jetzt nicht wirklich viele Events hatten, wo das super relevant war jetzt logischerweise. Es ist ein gutes Deck. Wie gut wird sich zeigen? Kashtira und der Topspot ist irgendwie reserviert. Kashtira ist ein Tier 1-Deck, aber das ist das Deck to beat. Ihr müsst um Kashtira drumherum bauen. Bevor wir nicht eine Bandis kriegen, ist das ein Problem. Und ich weiß ja nicht, wann wir die Bandis bekommen. Hoffentlich nicht vor dem Video, das wir ein bisschen schüssen. Wir hoffen alle, dass wir nach den Worlds bekommen. Ich werde eine Bandis Prediction auch noch diese Woche droppen. Das bedeutet im Endeffekt, dass ihr auch dann seht, was ich denke, was halt gehittet werden könnte, bevor die Bandis dann vielleicht kommt. Ja, machen wir weiter mit dem nächsten. Und das haben wir Labyrinth. Und Labyrinth ist ein Tier-1-Deck. Es ist schon faszinierend, wie wir so lange an Labyrinth geschlafen haben. Wie gut dieses Deck ist, wie flexibel das Deck ist, wie extrem dumm manche Karteninteraktionen mit dem Deck funktionieren. Und ich bin auch der Meinung, dass Labyrinth dafür sorgt, dass Eradicator gebannt wird. Was nicht unbedingt sein müsste, aber es ist auch nicht das Schlechteste der Welt, denn Eradicator ist inhärent eine Karte, die nicht unbedingt da sein müsste. Aber das ist ein unglaublich gutes Deck und es ist in beiden Varianten, sowohl die Trap-Variante als auch die Variante mit den Furnitures, also mit den ganzen Möbeln, beides gut spielbar. Und das ist relativ cool, dass es da verschiedene Varianten gibt. Ich persönlich finde, Labyrinth ist ein cooles Deck zum Angucken, also wenn man halt das Gameplay sich anguckt. Dagegen zu spielen ist halt mega ätzend. Weil ihr wisst halt nicht, hat er das Ding in Hand, was ihn in der Runde die Fallenkarten aktivieren lässt, wenn ihr gesetzt hat. Das ist ein Kackding. Dann wisst ihr nicht, wenn ihr First geht, kann er schon irgendwie mehrere Sachen machen bei einer Runde. Es ist sehr, sehr kritisch und die Fallenkarten, die spezifisch setzen können, können halt devastating sein. Der Eradicator. Ich habe letztens gesehen, Ice Strings Prison, auch eine sehr tödliche Karte für manche Deckstrategien. Dann die Barrier logischerweise. Also all diese, ja, also all die Karten, die manche Deckstrategien richtig hops nehmen können. Dann haben wir einmal Manadium und die packe ich einmal in Tier 1. Ich habe noch nicht super viel von dem Deck gesehen, aber das, was ich gesehen habe, mit den ganzen neuen Karten, sieht ziemlich scary aus. Und ich glaube schon, dass wir Manadium wirklich da als einen der Top-Contender sehen werden. Wir werden gleich noch auf ein Deck zu sprechen kommen, was in so eine ähnliche Richtung geht wie Manadium, was aber, glaube ich, weniger Access zu beiden Sachen im Deck hat, aber da kommen wir gleich noch drauf. Und das ist halt so ein Deck, was verschiedene Endbots legen kann. Und Manadium kann, und das sage ich jetzt mal, damit ihr es wisst, den Crimson Dragon gut bauen. Und der Crimson Dragon kann Calamities machen und Calamities sagt keine Effekte für den Rest der Runde. Es gibt einen Grund, warum Leute anfangen, Superpoly zu spielen. Mit dem Target für Baron und Crimson Dragon, damit das nicht passiert. Ne, das zeigt schon, dass die Leute davor Angst haben. Und ich glaube, dass das auch berechtigt ist, weil das wirklich halt gar nicht so schlecht ist. Dann Marincis ist auch wieder ein spielbares Deck. Denke ich, brauche ich nicht viel zu sagen. Ist ein bisschen ähnlich wie Dignista. Bisschen besser, bisschen schlechter. Also in Relation, je nachdem, wie ihr es sehen wollt. Wenn ihr Access der Fieldspell habt, sind beide Decks ziemlich gut. Die Fallenkarten von Marincis, die sind ziemlich gut. Also die Imperm von der Hand und sagen Negier und dann für den Rest der Runde unberührt. Das ist schon krass. Ansonsten ist das halt sehr ähnlich wie Dignista. Malphmec. Oh mein Gott, Malphmec ist ein gutes Deck. Ich sehe es leider anders. Ihr könnt es spielen, es ist auf jeden Fall ist nicht komplett dead. Ich würde es nicht mit auf dem Turnier nehmen, weil mir dafür das Deck einfach viel zu inkonstant ist. Haben wir einmal Mikanko. Der neue Support selber ist halt gar nicht so schlecht. Ich weiß nicht, in welcher Relation das Deck wirklich ist. Deswegen sage ich einfach mal, dass Mikanko spielbar ist. Ich weiß aber nicht, in welcher Form oder in welche Variation das jetzt wirklich relevant fürs Meta wird. Könnte sein, dass ich mich bei diesem Deck wirklich irre und das halt richtig krank ist. Wir werden es sehen. Dann haben wir einmal das Plant-Deck. Das kommt auch schön zu Tier 2. Rika ist ein gutes Deck. Und mehr gibt es dazu eigentlich nicht zu sagen. Es ist ein gutes Deck, es ist einen guten Piloten logischerweise. Aber das Deck, wenn die Leute nicht wissen,
was die können, dann ist es halt sehr scary, wenn Leute wissen, was es können. Gibt es ein paar Interaktionspunkte, wo ihr das interrupten könnt, wo das Endboard dann nicht ganz so schlimm aussieht. Deswegen ein gutes Deck. Je mehr das aber spielen, desto weniger gut wird es wahrscheinlich. Plunder, nicht competitive, redet. Das Punk-Deck. Das ist halt das Punk-Goldbright-Deck, was ja aktuell so ein bisschen rumläuft. Es ist ein spielbares Deck. Ich glaube, dass es auch ein solides Endboard hinlegen kann. Es ist halt ein Deck, was halt, wenn es in Time Realm rennt, halt immer ein Problem hat, weil es immer weniger Life Points haben muss als euer Gegner. Und das ist ein Problem für in Time. Heißt, ihr müsst schnell gewinnen. Ich spiele ein Combo-Deck, das lange für seine Combo braucht. Ich weiß halt nicht, ob das eine Kombination ist, die halt zusammen halt funktioniert im modernen Yu-Gi-Oh! Und dann haben wir einmal Poli. Und Poli kommt zu Deck to Beat. Denn das ist ein Deck, auf das man sich vorbereiten sollte. Noir ist eine krasse Karte, die ist unberührt, kann Karten direkt zurückspinnen. Nicht once per turn mit mehreren Materialien, was ziemlich beschissen ist. Die können mehrere Karten ziehen, das ist auch ziemlich gut. Und die haben noch ein Negate, ne, mit Happiness, wenn sie halt das daneben legen. Das Deck hat keinen wirklich krassen Choke Point, außer wenn die Karten auf dem Feld liegen. Denn das Problem ist halt grundsätzlich, wenn die halt erstmal die Quickspells haben. Die sind nicht once per turn E-Teles aus dem Deck. Die zu ashen macht halt gar keinen Sinn. Die Monster auf dem Feld zu annullieren macht vielleicht bei Lili Sinn, also bei dem schwarzen Ding, weil der ist once per turn, aber das andere Ding ist nicht once per turn und das kann Karten von der Hand vom Deck fetchen und dann haben die wieder mehr Karten. Also das macht halt keinen Sinn, das irgendwie zu annullieren. Und wenn die es dann irgendwie establishen können, die Feedspell rauszubekommen, dann könnt ihr die Karten eh nicht mehr targeten, sondern macht Karten wie Vale und Impel nutzlos. Und wenn die das quasi so hinbekommen, dass sie das machen können, bevor die halt die sinnvollen X-Monster bauen und die Vieh so am Feld bleibt und die machen halt nur eine gegnerische Runde, machen halt nur eine eure Runde, ist das auch nicht anwählbar für Karteneffekte, neben dem, dass es unberührt ist. Ja, das ist schon ein bisschen kritisch. Haben wir einmal Rescue Ace. Ich glaube, eins der aktuell meist gehyptesten Decks, weil sagen, oh mein Gott, das wird so gut. Ich bin ehrlich mit euch, ich habe dagegen jetzt ein paar Mal gespielt. Es ist ein gutes Deck. Ich weiß aber noch nicht, wie gut es wird. Ich habe das Gefühl, dass es von den Decks, die sich hier bei Potenzial befinden, eins der Decks ist, was wahrscheinlich weniger Tier 1 Status erreichen wird, wie jetzt die anderen Decks. Aber wir werden es sehen, wenn das Format sich so ein bisschen austariert und wir mehr verschiedene Turnierformate gehabt haben und wir mehr Play gesehen haben von dem Deck. Wird sich zeigen. Dann Fuhaya Runic. Packe ich einmal hier hin und ich packe direkt auch mal Trinrunic daneben. Ich weiß, was ihr jetzt denkt. Dann, oh mein Gott, Runic ist doch voll unfair. Ja und nein. Ich glaube halt tatsächlich, dass durch die neuen Karten, die wir bekommen haben, die Decks, die jetzt weiter oben sind, schon ein bisschen besser sind. Wir haben natürlich mit Runic nochmal das Ding, dass sie halt in the Rise halt nicht ganz so geil sind. Wenn ihr halt nicht die Negate-Spell habt oder die Zerstör-Spell, dann habt ihr so ein bisschen Problem, in das Board reinzuspielen. Und nicht die Battlefields zu haben, ist auch ein bisschen kritisch. Es ist trotzdem noch ein unglaublich gutes Deck. Also beide Decks unglaublich gut. Und ich hoffe, dass wir keine Sprite-Karten auf der Bandliste sehen. Mein persönlicher Deck, ich mag Sprite, ich spiele Sprite. Und dadurch, dass jetzt die anderen Decks sich ein bisschen weiter emporgehoben haben, hoffe ich einfach, dass sie jetzt das Deck, was eh schon so ein bisschen am Boden liegt, jetzt nicht noch irgendwie drauftreten. Hoffe ich zumindest. Runic können die gerne was anfassen. Nicht, weil ich Runic nicht mag. Ich mag Runic auch als... Wenn ich selber spiele, ist Runic cool, wenn du dagegen spielst, ist es halt beschissen. Aber ich glaube, dass Runic schon angefasst werden muss, weil es zu generisch ist, weil es wird irgendwann ein Deck geben, was mit Runic noch besser funktioniert als das Vorher und das Lifestream-Ding. Und die gehören für mich in Tier 2. Sind gute Decks, kann man auf dem Niveau mitnehmen, wird man auch toppen mit wahrscheinlich, wenn man es gut spielt. Salamangreats, und auch das kommt zu spielbar. Das ist auch wieder ein Deck, es hat neuen Support bekommen, der Support ist jetzt nicht ultra garbage. Das Deck ist spielbar. Aber es gibt eine Karte, die heißt Nibiru und es gibt eine andere Karte, die heißt Droll. Und in beide Karten Salamangre zu spielen, ja, keine Ahnung, ob das jetzt irgendwie der Weg ist, den ich gehen würde. Ich mag das Deck, ich habe das Deck ja letztes Jahr auf der Deutschen Meisterschaft gespielt, also ich kenne das Deck ja auch. Ich würde es aktuell nicht picken, obwohl ich es sehr schade finde, weil neue Support hätte wirklich sehr gut sein können. Wenn das eine Ding nicht die Restriktion hätte, dass das dich auf Feuermonster lockt, wäre der auch gut. Super Hero Samurai, nicht competitive. Sprechen wir nicht drüber. Sword Soul packe ich mal in Spieber.
Man könnte es auch in Tier 2 packen, ich bin mir nicht ganz so sicher, weil auch die jetzt gegen Droll nicht so hart verlieren, aber auch so ein bisschen. Also das könnte auch kritisch werden, je nachdem, wie euer Range aussieht. Und ich glaube halt, dass die halt in Poli selber und gegen die anderen Decks, gerade Labyrinth, nimmt das Deck halt komplett hops, nicht so gut sind und deshalb würde ich es halt als spielbar bewerten und das nicht weiter nach oben ranken. Sprite, damit meine ich halt Sprite Melfi. Ich packe das immer noch in Tier 2 rein. Ich glaube immer noch, dass das Deck nicht bad ist. Es macht aber gefühlt viel weniger als die anderen Decks. Und das ist so ein bisschen das Problem. Ich habe das Gefühl, dass die Decks, die jetzt neu gekommen sind, nicht unbedingt besser sind, aber mehr tun in verschiedenen Szenarien. Und dass die Monster, die die halt rausholen, so ein bisschen mehr Impact haben. Denn klar, wenn ihr Red Carrier im Feld habt, cool. Aber spielt mal mit Sprite in ein Polyboard rein, wenn ihr nicht Book of Moon oder so einen Scheiß habt. Der nimmt euch einfach hops. Haben wir einmal Striker. Ist auch ein spielbares Deck. Brauche ich viel zu sagen. Haben wir einmal Synchron. Und das ist das Deck, was ich vorhin meinte. Was ein bisschen ähnlich wie Manadium ist, weil es viele andere Dinge tun kann. Aber ich glaube, das Synchron-Deck hat den einen Nachteil, dass es zwei Engines spielt, die sich gegenseitig nicht irgendwie suchen können. Und das heißt, wenn ihr halt Synchron spielt und ihr habt die Adventure Engine nicht, könnt ihr spielen. Wenn ihr halt Adventure habt, aber ihr habt nicht so viel Synchron-Stuff, dann könnt ihr auch spielen. Aber das tut da nicht so viel. Zusammen selber ist nicht unglaublich gut. Ich weiß halt noch nicht, wie gut das sein wird. Auch das werden wir sehen, deswegen kommt ihr bei Potenzial rein, weil ich glaube, dass das ein Contender sein könnte für eins der besten Decks, aber wir wissen es noch nicht. Dann Teeshiso. Lass das Deck doch bitte einfach sterben. Ich habe das nie gemocht, dieses Deck. Auch wenn ich irgendwie, ja, fusionieren, cool, aber generisch. Cool, verstehe ich, Mill-Deck, immer cool. Ich spiele da so viele One-Offs drin, so viele Karten sind verboten. Lass das Deck doch einfach sterben. Cryptrix ist auch ein spielbares Deck. Unchained packe ich auch mal hier oben zu Potenzial hin. Einfach aus dem Grund heraus, weil das neue Link-2-Monster ist unglaublich gut. Die neuen Monster geben dir mehr Access zu der Rang 6 Toolbox, die ein Summoning Gate beinhaltet, der die Biora aufhalten kann, der übrigens nicht Once per Turn ist. Auch wichtig für euch zu wissen. Es ist wirklich ein gutes Deck. Ich weiß nicht, wie gut es sein wird, ob das eher Richtung T2 geht oder dort nach oben schießt. Und das letzte Deck für heute ist einmal Vanquish Soul. Und das kommt für mich auch in T2. Es ist ein Deck, es ist spielbar, es ist gegen Kashtira im Matchup wirklich gar nicht so schlecht. Es kann Shifter Main decken, was in dem Format auch gar nicht so schlecht ist. Es verliert nicht so hart gegen Droll. Das kann den Wegmischeffekt dodgen, mit dem wir auf die Hand nehmen. Klar, das kann sich auch komplett hops nehmen, aber es kann es auch dodgen. Es kann sehr viele neue Engine-Karten spielen. Und es hat im Deck flexible Outs zu verschiedenen Arten von Endboards, was auch ziemlich cool sein kann. Das war meine Tierliste für August 2023. Lasst mir gerne mal ein Like dafür das Video, wenn ihr sowas öfter sehen wollt. Einmal im Monat mache ich es ja sowieso. Dann sehen wir uns im nächsten Video. Bis dann rein. Ciao, Leute.